Hallo zum ersten War Thunder Tutorial, Lektion 1, schnelles Landen im Arcade-Modus und dann kommen wir doch auch gleich mal zur Sache. Zuerst muss man die Steuerungseinstellungen etwas ändern, etwas sehr Wichtiges, und ich zeige euch mal ganz schnell, was man genau tun muss. Der erste Schritt ist, um erfolgreich schnell landen zu können, ist, ihr geht auf Menü, Steuerung, Ausbilder. Und dann müsst ihr die automatische Einschränkung der Flugzeugkontrolle ausschalten, weil sonst verhindert der Ausbilder, dass ihr da gut landen könnt, weil er in Bodennähe dann das Flugzeug immer nach oben ziehen will. Und das ist natürlich schlecht, wenn man landen will. Also schaltet das aus. Nach dieser Lektion sollte das nicht mehr passieren. Dann kommen wir auch erstmal zur Theorie. Anhand eines Beispiels zeige ich euch, wie ihr es theoretisch machen solltet und erkläre euch, wie man vorgeht. Wir sind im Arcade-Modus und wollen schnell einnehmen, der Modus Vorherrschaft, weil wir kein leichtes Ziel sein möchten. Also, ihr visiert einfach einen Punkt vom Flugfeld an, ein paar hundert Meter davor. Mit einem relativ steilen Sturzflug geht ihr nach unten. Den Schub auf 0. Das Fahrwerk könnt ihr auch schon ausfahren. Weil bei hohen Geschwindigkeiten bricht das nicht ab im Arcade-Modus. Kurz bevor ihr den Boden küsst, zieht ihr ein wenig nach oben. Und ihr versucht jetzt ganz langsam euch dem Boden zu nähern. Ganz langsam. Die Räder dürfen den Boden nur leicht berühren. Und ihr könnt jetzt sofort auch wieder auf Notleistung schalten. Spätestens jetzt solltet ihr es eigentlich erobert haben. Und ihr könnt euch zurück in den Kampf begeben. Das Ganze braucht ein wenig Übung. Aber mit der gewissen Übung kriegt man das ganz leicht hin. In der Theorie hört sich vielleicht alles ganz einfach an, aber anhand dieses Beispiels zeige ich auch, dass es in der Praxis funktioniert hat. So, dann holen wir uns jetzt den Punkt B. Der beschützt uns hoffentlich. So. Wir haben es erobert, wunderschön. Ich hoffe, mein kurzes Video war hilfreich. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare oder schreibt mir die Privatnachricht. Dann lasst noch euer Feedback da, dass ich weiß, was ich besser machen könnte. Und über welches Thema ich denn als nächstes ein Tutorial machen soll, egal ob es jetzt Flugzeuge oder Panzer betrifft. Dann bedanke ich mich einfach, dass ihr das Video angeschaut habt. Dann bis zum nächsten Tutorial.